Willkommen zurück zu Yoshi's Island Super Mario World 2, hier mitten im Schloss der Emmy. Und was zum Teufel geht hier ab? Zertrümmerst du diesen Block für mich? Das wäre äußerst liebensgewürzig. Aber ich habe das Gefühl, du schaffst es nicht. Ich helfe dir mal. Ja, danke dafür. Könntest du jetzt zu mir sagen. Aber ist okay. Ich mach's doch gerne. Ich habe ja meinen Nutzen davon. So. Oh yeah, mit Lava. One-Hit. Juhu, ich liebe es. Oh, das wird interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine Stampfattacke theoretisch machen könnte. Aber eine Stampfattacke könnte mir... Nee, ich mach's lieber auf die Art. Scheint auch der Bonus zu sein. Hoffe ich zumindest. Ja, schön. Ja, das letzte Mal noch ein bisschen reingeteasert in die Burg. Jetzt so richtig drinne. Und ich bin ja mal gespannt, was hier noch so abgehen wird. Was wirst du tun? Eine Treppe nehme ich an. Okay. Ich hole erstmal die Eierlis. Wozu zwei auf einmal? Damit es schneller geht, oder was? Auch mal gut. Ja, ich will da runter. Auch wenn es nicht viel bringt. Oder soll alles hier symmetrisch sein? Gibt ja zum Beispiel, ne, ich weiß nicht, ob ich schon mal Sims gespielt hat oder so, oder Häuserbau, ne, oder was weiß ich. Wenn da immer die Leute gibt, die das immer alles symmetrisch haben müssen, um zufrieden zu sein. Das wirkt gerade so symmetrisch. Ja, das habe ich nicht so geschickt gemacht. Ich weiß nicht, ob mir die Kette wehtut. Ich werde das jetzt mal probieren, auch wenn es riskant ist. Ja, die Kette tut mir auch weh. Es gibt Spiele, da tun solche Ketten nicht weh, aber... Was erwarte ich? So. Mal gucken. Okay, jetzt kommt die nächste Treppe, oder was? Ne, jetzt kommt gar nichts. Was hat mir das jetzt gebracht? Okay, ja, fallt halt mal runter. Ich weiß nicht, was ihr bringt. Keine Ahnung. Das bringt eine Treppe jetzt. Ja, schön. Die anderen? Ich werde es nie erfahren, oder wie? Na gut, ja, jetzt kann ich vielleicht nochmal sehen, wenn sie jetzt auf den Boden fallen, dann... Ah! Treppe für Treppe, Freunde. Dann ist die Treppe natürlich am wichtigsten. Ich verstehe. Ja, ich könnte es auch von links machen, aber... Style und so. Wenn nicht vorhanden ist, weil ich es einfach nicht hinkriege. Okay, vergiss es. Ich hoffe, das zählt. Sieht die Treppe jetzt nur so halb. Ich springe am besten mit runter. So. Ganz schön umständlich. Mal sehen, was man dafür bekommt. Aha. Dann hat sich das alles gelohnt. Aber sowas von. So, wir haben eine Tür. Null Ahnung, wo es hinführt. Okay, dann machen wir auf jeden Fall erstmal das. Da hinten ist ein Sternen-Ding. Das heißt, wir kommen hier wahrscheinlich nochmal hin. Aha. Okay, dann traue ich mich mal. Aha. Gut, da komme ich auch nicht runter. Hä? Ich weiß nicht, ob das gut ist, da jetzt reinzugehen. Aber wann weiß ich das schon mal? Oh je, schon wieder solche Blöcke. Oh, ganz schön. Oh, das ist so ein verwirrendes Schloss. Das Problem ist einfach, dass ich keine Ahnung habe, wo es weitergeht und wo nicht. Ja, okay. Jetzt weiß ich wenigstens, dass da der Gang ist. Jetzt könnte ich entweder hoch, runter, rechts. Oh, Leute. Eigentlich finde ich sowas toll, aber das überfordert mich gerade ein bisschen. Ich sehe da aber was. Was haben wir denn da? Das will ich sofort wissen. Hey. Moin. Komm nochmal her. Ups, ich dachte, ich spucke dich ein bisschen weiter. So. Aha. Auch ihr schon wieder. Ja, wie ihr jetzt geht, weiß ich ja. Hat mir der letzte Boss mit beigebracht. Yeah. Ich finde ihn toll. Ich finde es schön, dass Bosse eigentlich relativ einfach gehalten sind in diesem Spiel. Wow, eine rote Münze. Wow. Ernsthaft jetzt? Ich meine, das sind drei Öffnungen. Könnten noch auf drei runterkommen. Hm. Mysteriös. Ich gehe noch... Soll ich noch mal reingehen? Nee, ich glaube nicht, dass da noch mal was kommt.
Das war ja noch nie der Fall. Egal. Okay, dann passe ich durch. Oder eben auch nicht. Hey, ich habe gedacht, der... Hä? Warum hat er mich jetzt so eingequetscht? Das ist noch nie passiert. Normalerweise geht er dann auch sofort runter, aber das war vielleicht irgendwie zu klein. Das ist gemein. Na gut. Kann man nicht anders machen hier, ne? Dann nochmal das von vorne. Yay. Das ist das Einzige, was mich in solchen Spielen halt ein bisschen abnervt, ne? Immer diese Wiederholungen. Ah ja, diesmal kommen Münzen raus. Das ergibt viel mehr Sinn wie das letzte Mal. Letztes Mal kam gar nichts raus. Okay. Warum Münzen? Doch überhaupt nichts. Ah, mach langsam, ey. Mach einfach langsam, Yoshi. Oh, mach schnell, mach schnell. So, der Anfang war recht... Mich wundert gerade, dass wir keinen... Noch keinen... Ach nee, wir haben einen Sternkreis gesehen, aber... Wir hatten keinen, ja. Keinen bekommen, so war das. Ich kann jetzt aber mal den anderen Weg gehen, finde ich. Ich bin ja da das letzte Mal da abgebogen. Und diesmal, ne? Schauen wir mal, was passiert. Was dann passiert, ja. Da springe ich einfach nur. So. Bad Timing. Super, was war das denn? Oh, so schlimm ist das gar nicht. Ich krieg die Krise, ne? Das hat das letzte Mal so schön... Warte mal, ich werde es mal fixieren. Kann ich es noch weit... Nee, tiefer geht nicht. Geh mir aus dem... Wo kommst du überhaupt her, Mann? Ich hab dich gerade vorhin getötet. So rein zufällig. So, jetzt ist offen. Wird erst fast noch in die Lava geschlittert. Oh Gott. Hui, hui, hui. Okay. Das Spiel schon wieder. Genau, ich war zum Beispiel hier drüben noch nicht. Aber gut, das will ich jetzt hier schon sammeln. Ich glaube, wenn ich so im letzten Part schon so eine demotivierte Lust hatte, was das Sammeln anging, mir freiwillig den Backtrack verlängere, der sowieso schon lang genug wird. Aber na gut, was soll's. Ist ja meine Entscheidung. Muss ich durch. Bin ich so halb auf. Nein, so war das eigentlich jetzt nicht. Halt! Das ist, glaube ich, genau das gleiche wie vorhin. Okay, ich brauche die goldene Mitte hier. Machen wir, wenn dann richtig, ne? So. Gut. Dann können wir hier nochmal rein. Das ist nämlich mindestens eine rote. Aber das Timing ist wieder sowas von mies. Gut. Als nächstes holen wir uns das. Ich gehe mit. Und jetzt werden wir gleich einen Unterschied machen. Klar, wir holen die Blume. Wir gehen jetzt mal nicht da rein. Wir schauen mal, was da unten rechts dann noch kommt. Vielleicht habe ich sogar die Chance, den Sternenring zu bekommen. Das wäre wunderbar. Ich könnte mir sogar jetzt richtig gut vorstellen, dass das der Fall ist. Ja, dass der da hinführt. Aber jetzt komme ich ja schon wieder gar nicht mehr hin. Es sei denn, ich gehe diesen gigantischen Umweg nochmal. Oh, ist das gemein. Ja, die wissen schon, wie sie einen fertig machen. Ja, oder ich gehe einfach mal da runter. Da war ich ja jetzt auch noch nicht. Ja, komm, ich gehe mal da runter. Nee, das ist eine Falle. Ah, das ist sogar eine richtige... Das ist alles andere wie eine Falle. Mist, aber da rechts werden... Mist, das ist bestimmt eine Blume. Komme ich jetzt auch wieder nicht hin.
Egal, gehen wir mal da lang. Jetzt muss ich ja langsam alles im Schleiß. Ist wieder so eine Sache, ne? Im Schleiß grießen. Mhm. Im Kreis schließen natürlich. So, wenn ich Glück habe, komme ich jetzt zum Nee. Ach, nur sowas kriege ich da in der Ecke? Okay. Wie enttäuschend. Boah. Dann kann ich mir das jetzt natürlich auch schenken. Wobei. Es muss eine Tür weiter rechts sein, die mich dahin führt. Okay. Noch einmal, aber diesmal hier lang. Ey, ich komme da ja gar nicht rein, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht, ob das mit. Ich bräuchte einen Emmy-Panzer eher. Ne, das geht nicht. Ich brauche einen Emmy-Panzer an der Stelle. Hm. Hallo Emmy-Panzer, na, wie geht's? So. Oh, Vorsicht. Da treffe ich doch garantiert die Wand und die Wand trifft mich und es sei denn, ich fange von hier an zu schießen. Yay! Hat aber eigentlich nichts gebracht. Aber was sind schon Leben in diesem Spiel? Gut, wir haben ein paar verloren, zugegebenerweise. Was war da oben nochmal? Hat sich das gelohnt? Kurzzeitgedächtnis und so? Ich glaube schon, dass es gelohnt hat. Ja, eine rote Münze gab es da. Uhu. Die holen wir uns jetzt wieder. So. Also, wenn ich es dann noch einmal machen muss, dann werde ich euch rauscutten, bin ich sicher. Das ist doch ein bisschen lange. Naja, jetzt verstehe ich auch. Die zwei kamen von links und rechts, in der Mitte kamen die rote, deswegen. Ach, was ist denn los? Ja, ist es wieder soweit? Ja? Muss ich mich aufregen? Komm schon. Hui. Okay, weg hier. Und jetzt die Stelle. Ich weiß nicht, was da vorhin schief ging. Aber ich muss ja... Am liebsten würde ich... Kriege ich aber auch nicht hin. Nee, ich war vielleicht einfach nur... Das war vielleicht einfach nur Pech. Ich werde mal versuchen, den Münzen mehr oder weniger zu folgen. Das war jetzt mal gar nichts, auch wenn ich glaube, das sind nur weiße. Ach ne, du verschwindest ja auch noch. Aber du kommst doch wieder. Danke. Ich muss mich auch noch beeilen. Der bleibt echt nicht lange. Der bleibt echt nicht lange. Oh, wie schön, oder? Das sind keine roten. Muss ich nicht hin. Das war wunderschön, aber ich habe keinen Schlüssel. Das heißt, ich muss den ganzen Weg nochmal machen irgendwann. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Was ist da in der Ecke? Warum ist da ein Pfeil? Achso, der Pfeil sagt mir, ich soll da... Ja, okay. Ich bin noch selten dämlich heute. Ja... Apropos. Hä? Das geht doch niemals mit Eiern, oder? Brauche ich wieder einen Panzer? Wo soll es denn hier aber weitergehen? Ich dachte, ich komme jetzt mal hier. Nee, das geht nicht mit den Eiern. Ah, warte mal, vielleicht schaffe ich den Sprung ja. Nee, das glaube ich nicht. Nicht darunter, sonst bringt ja auch nichts, der ist ja verschlüsselt. Ah ne, ist er nicht. Hä? Nein, ich hätte hier nicht runterfallen sollen oder dürfen oder wie oder was. Das war doch die Ecke, wo ich vorhin war. Och komm, das ist Level ist total fies. Aber sowas mag ich mal gar nicht. Ja, jetzt bin ich nämlich wieder hier. Toll. Oh, nicht im Ernst. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mal so 100%, was die jetzt von mir wollen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen labyrinthtechnisch veräppelt. Die trollen mich. Wenn ich wenigstens jetzt einen Schlüssel bekommen hätte oder irgendwie sowas. Nö. Na gut, keine Ahnung, wir probieren es jetzt halt nochmal. Vielleicht kriege ich es ja nochmal genauso schön hin wie eben.
Nee, da. Wehe, das schubst mich jetzt wieder. Gut. So, also, da ist eine verschlossene. So weit, so gut. Wie komme ich zu dieser Tür? Süßer Sound, wenn er keinen Schlüssel hat, aber bringt mir jetzt auch gar nichts. Da oben ist nichts. Nee. Ich komme da nicht hoch, da oben rechts. Das kann ich verhacken. Werde ich nicht schaffen. Wo ist der Schlüssel? Oh, ich komme ja doch hoch. Oh, welch Glück. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das geht. Ich denke manchmal echt zu wenig. Da ist der Schlüssel und... Ah, oh, tut das gut. Jetzt mag ich das Spiel wieder. Oh. Was für ein Glück. Das heißt, jetzt noch einmal. Und selbst wenn wir jetzt draufgehen, gar nicht schlimm. Alles prima. Braves Spiel. Runter. Schön. Gar nicht schwer, die Stelle. Ich weiß nicht, was da vorhin los war. Ach, manchmal resigniere ich einfach zu schnell oder hab zu schnell Panik. Einfach locker bleiben, das Ganze sich nochmal anschauen. Das hier ist kein Donkey Kong. Alles ist gut. Klingt jetzt so, als hätte ich überhaupt keinen Bock auf Donkey Kong, aber... Oder würde es verschmähen, aber ist ja gar nicht so. Ja, nach diesem Part hier ist eigentlich schon eine sichere Nummer. Oh, Nagitos Wolke. Kommt Donkey Kong. Ja, das ist eigentlich sicher. Das heißt, Yoshi setzt einmal aus. Oh, habt ihr das gehört? Ich liebe diesen Jingle. Das finde ich auch ganz nett. Wir haben alle... Münzen, allerdings fehlen uns noch zwei Blumen. Mal abwarten. Und da sind sie auch schon. Das sieht gar nicht so schwer aus, wenn ich jetzt hier Ping-Pong spiele. Geil! Das ist so wunderbar, oder? Das macht Spaß, aber ich muss ein bisschen aufpassen. Ich will ja eigentlich da hoch, obwohl ich brauche ja nur das Trampolin. Wie die Eier abgehen. Das hat echt was von Ping-Pong. Die Farben sich auch erstmal ändern, dass man da durchkommt. Fehlt nur noch so ein Highscore. Und Abgrund, wo das Ei runterfallen könnte. Ja, das war schon mal sehr gut, sehr effektiv für dieses Ei. Das war ein bescheidenes Ei. Und jetzt haben wir's. Wow! Ja, gut. Warum auch nicht, Leute? Warum auch nicht? Das ging jetzt schnell und wir haben wieder die Möglichkeit, das Ding auf 100% abzuschließen. Diese Welt abzuschließen. Nächstes Mal... Ja, das ist ein wunderschöner Abschnitt. Dann nächstes Mal erstmal Donkey Kong und dann machen wir den Backtrack. Super, dann habe ich ja eigentlich zwei Backtrack-Parts hintereinander. Naja, das ist Schicksal. Okay, wir schauen mal. Ich ist ein Stück. Obwohl, es ein kleines Stück. Wenn ich jetzt mich treffen lassen sollte. Ich werde das spontan entscheiden, ob ich es dann nochmal... sofort probiere. Oder eben nicht. Oh, das sieht ja stylisch aus. Ach ja, jetzt kommt ja die Riesen-Emmy, ne? Bin mal gespannt, wie die geht. Sieht voll cool aus. So hoch wie wir müssen, dann kommt jetzt so eine Emmy Godzilla oder was? Immer gespannt, ey. Ey, wie cool! Da kommt noch ein Sternenkreis. Oh, wenn ich das gewusst hätte. Wie cool ist das denn, Leute? Denn somit werde ich definitiv laden, wenn wir getroffen werden. Da müssen wir überhaupt nichts nachspielen. Super. Ach, ist das Spiel manchmal fair. So. Wo bleibt er? Wow. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Wie cool ist das denn? Laufen wir noch? Ja, ich kann noch laufen. Durch die Nebelwand. Das ist Dark Souls Feeling. Oh, wie cool das aussieht jetzt. Wo sind wir hier? Ach, wenn ich dich nur schon töten könnte. So wie den einen Gegner, aber na gut. Ach, jetzt kriegen wir dich. Los, Super Koopa.
Zeig ihm, wie stark wir wirklich sind. Oh weia. Oh wei, oh wei. Vor allem, ich habe keine Ahnung, wie ich den mache, wenn er jetzt riesengroß wird. Sein Kopf wird eventuell die Schwachstelle sein. Oh, ist das süß. Nein, vielleicht der Bauch? Nee. Zum Schweppen! Okay, das war schon mal... Erstmal die Strafe, wie er geht. Panzer? Auf den Kopf springen? Müssen wir mal rausfinden, wie er geht. Nee, also auf dem Panzer definitiv nicht. Das habe ich jetzt kapiert. Wenn ich auf seinen Kopf normal springe, spuckt er mir Eier. Das heißt, eigentlich muss der Kampf irgendwie mit Eier zu bewältigen sein. Bin mir nicht sicher. Ich hab's kapiert, wie du funktionierst. Alles klar. Ich hoffe, ich habe dich jetzt noch nicht getötet. Das war nur ein Treffer. Komm. Ich will sterben. Ja, genau. Ich sollte mir diese Phasen noch genauer angucken. Da hüpft er wie blöd rum und den kann man bestimmt gut ausweichen. Ich will mein Baby nicht. Ich dachte schon, das tut nicht weh, wenn man hier geduckt ist. Da geht er ja ganz schön ab nochmal. Hey, komm, lass uns rein. Ein Dauer-Eikotzer. Wie viele Eier muss er gefressen haben? Mal ehrlich. Okay, cooler Boss mal wieder. Wunderprächtige Inszenierung hier. Und wir wissen, wie er geht. Wir müssen so schnell wie möglich die Eier nachsetzen, damit er hinfällt. 3 Stück. Relativ schnell getimed. Okay, Konzentration. Kein Treffer ist erlaubt. Wenn ich schon in der letzten Welt da nahezu beabsichtigt den Backtrack. Oh shit. Toll. Nochmal. Oh, provoziert habe. Dann wenigstens jetzt nicht. Ja. Hatte nicht genug Eier. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen nervig, die 3 Sekunden runterzählen zu lassen. Kann man das, obwohl, kann man das nicht irgendwie schneller machen, dass man im Menü... Nee, geht nicht. Naja, da muss ich jetzt durch. Da müssen wir durch. Okay. Also erstmal Eier farmen. Auf seinen Kopf springen und Eier farmen. Ich habe ein bisschen Bang, wie ich halt seinen Attacken ausweiche, wenn er so einen anspringt. Das war echt fies. Unter ihm durch. Käme auf den Versuch an. Naja. Aber es ist auch immer schön, wenn die Gegner ein bisschen anspruchsvoller werden. Vor allem, er ist ja Weltboss, nicht nur so ein Zwischenboss wie der letzte. Okay. Also erstmal auf ihn drauf. Ja, das ist ja in seiner Haltung gerade. Oh, komm! Nee, ich muss ihn erst kapieren, ey. Da weiß ich auch nicht, wie ich... das habe ich jetzt keine Lust. Oh, dann mache ich halt Backtracking, habe jetzt keine Lust mehr. Tue ich mir halt lieber alles nochmal doppelt an, das jetzt hier auf Anhieb zu verstehen. Dann wird jetzt mal ein bisschen üben. Okay, verstehe. Jetzt... jetzt die Eier? Ja, okay, alles klar. Aber wieder das Baby verloren, ey. Weil ich auch irgendwie nicht mal auf diesen bösen Panzer kommen darf. Doof. Fall hin. Nein, ich brauche nochmal. Nein. Oh Gott, jetzt habe ich wieder keine Eier. Wie blöd. Ja. Okay, aber wenn er das macht... Das, die Stelle ist gemein. Man weiß nicht genau, wann springt er jetzt. Es wird nicht einfach, den auf 100% zu machen, glaube ich. Ich werde es euch aber, gerade weil es anspruchsvoll ist, im Backtracking wahrscheinlich nochmal zeigen. Weil das könnte interessant werden, wie man den macht.
also ohne einen Treffer zu kassieren. Weil so ist es ja klar. Das muss ich jetzt auch noch. Ja. Hey, nee, das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht hin. Das muss ich üben. Das zeige ich euch dann im nächsten Part. Also das macht keinen Sinn. Ich habe zu wenig Eier. Oh, das wird eine richtig harte Nuss. Jetzt müsste ich nur noch an die Eier rankommen. Dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Wo sind sie denn? Verarschst du mich doch, ey. Lass mich mal da rein zu den Eiern. Oh Gott, ey. Ja, natürlich. Ist das ein mieses Vieh, ey. Was für eine Emmy-Sau, mal ehrlich. So, jetzt aber. Nein, 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 nicht schon wieder. Dann komme ich wieder nicht in die Eier rein. Doch, jetzt. Okay, und weg. So. Jetzt ich. Was denn? Was zum... Ja, jetzt habe ich keine Eier mehr. Ach, man darf die... Diese blöden Tatzen, die Arme darf man nicht... erreichen. Nicht erwischen. Weil, ja, habt ihr gesehen. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr. Ich brauche sie alle. Ja. Nee, nicht den Bauch. Ja, komm. Die müssen so perfekt gezielt sein, die Dinger. Ah, alle guten Dinge sind drei normalerweise, ne? Ja. Hammer. Also zum ersten Mal, wo ich wirklich sagen kann, der Boss ist nicht so einfach. Aber jetzt hat man langsam die Reihenfolge raus. Shit. Nein! Du kommst jetzt sofort hierher. Wie viele Eier habe ich? Drei, das reicht nicht. Nein, 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 nein. Lalalalalalalala. Lol. Wie geil war das denn, bitte? Ja, komm du erstmal hier runter. So. Das war schön. Komm, komm. Und Bams. Wow, Leute. Geiler Kampf. Aber der wird mich noch richtig herausfordern, glaube ich. Wie gesagt, das zeige ich euch im Backtrack. Den Kampf will ich euch nicht entgehen lassen. Wie man das ohne Treffer hinkriegt. Cool. Welt mal wieder abgeschlossen. Schön. Ah. Fein, fein. Aber leider, leider, nee. Hat uns das Baby da ein paar Mal geärgert, beziehungsweise gut, das Baby konnte ausnahmsweise mal nichts dafür. Ja, wir haben viel vor uns. Gerade mal zwei Welten auf 100. Viele von den anderen eigentlich fast immer ein kleines optionales Gebiet übersehen. Das heißt, ich werde euch diesmal im Gegensatz zum letzten Mal eine Menge zeigen. Und dann gibt es natürlich auch wieder die Spezialwelt, die ich aber zum Glück nicht auf 100% schaffen muss. Das wird ein brutaler Part das nächste Mal. Aber hey, was soll's. Die Yoshi-Flagge ist da. Und im übernächsten Part geht's dann hier weiter. Die Musik, ja, die wird definitiv immer cooler. Ja, Mensch, sehr schön. Ein bisschen überzogen, aber was soll's. Das war's. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß dann mal wieder mit Donkey Kong und dann auf das Backtracking und Welt 5. Wir haben noch viel vor uns hier bei Let's Play Super Mario World 2 Yoshi's Island.